Der schafft Zeiten. Mann. Ich habe hier keine Signalstärke. Schatz, ist der Router schon wieder aus? Nee, hier drin ist alles gut. Drin ist alles gut? Toll, super. Bei dem Wetter will doch keiner rein. Moin, heute habe ich mir mal ganz Corona-konform hier meine Rieke eingeladen. Hallo Stefan. Lass uns den Leuten noch mal kurz erklären, wie man mit ganz einfachen Handgriffen sein WLAN mal so richtig Power drauf kriegt. Ja, ich zeige euch heute einmal, was ihr dafür braucht. Und das sind auch die Basics, das ist wirklich was für Einsteiger. Ja, der Grundstein für das Ganze ist immer der Router. In diesem Fall haben wir eine Fritzbox. Das Gerät wirst du ja oder ein ähnliches mit Sicherheit zu Hause haben. Der hat an sich schon eine Reichweite von 100 Metern. Also er leuchtet schon gut aus. Bei optimalen Bedingungen, aber wer hat die schon? Richtig. Das heißt, Möbel, Wände, draußen sind es die Bäume, mindern deine Reichweite doch deutlich. Das heißt, wenn du mehr WLAN im Garten haben möchtest, würde ich dir empfehlen, die Fritzbox vielleicht mehr an den Garten ranzustellen. Das heißt, vielleicht auf die Fensterbank, wenn das Ganze funktioniert. Allerdings sitzt die Fritzbox ja meistens doch da, wo die Telefondose sitzt. Dann ziehe ich ja quer durchs Haus Kabel, weil der Telefonanschluss sitzt ja auch immer an der verkehrten Stelle. Richtig, um das zu verhindern, gibt es beispielsweise einen Repeater. Hier kannst du an sich einfach eine Steckdose nutzen, die da ist, wo du das WLAN gerade brauchst. Der fängt das WLAN auf, was der Router aufsendet und das Ganze verstärkt. Hier drückst du in dem Fall einfach einmal die Connect-Taste, der Repeater fängt an zu blinken, drückst zu deiner Fritzbox, drückst auch hier die Connect- oder WPS-Taste, der blinkt auch und innerhalb von Sekunden sind die verbunden. Also im Groben jetzt auch unabhängig von der Fritzbox habe ich ja meine WPS-Taste. Ist eine ganz normale WLAN-Einrichtung dann. Richtig. Quasi. Das geht auch mit anderen Produkten. Okay. Wenn du jetzt sagst, der Repeater reicht mir nicht. Ich möchte das Ganze verkabelt haben. Ja. Oder ich habe draußen jetzt keine Steckdose, wo ich sage, da passt der Repeater hin. Gibt es einen Access Point. Und dafür brauchst du auch keine Steckdose. Der wird mit dem Patchkabel verbunden, dem Router. Power over Ethernet sozusagen. Richtig, ja, klar, zieht sich seinen Strom übers Netzwerkkabel und kann dementsprechend draußen überall hingesetzt werden. Natürlich. Dieser ist zum Beispiel auch spritzwassergeschützt, kann auch niedrigere oder höhere Temperaturen ab. Nicht so zimperlich, den kann ich auch ruhig draußen hängen lassen, da muss ich nicht irgendwie windgeschützt aufhängen oder so. Der kann schon ein bisschen was ab dann. Ja, richtig. Also wenn es im Winter jetzt auch mal richtig kalt ist, kann er das auch ab. Hier ist ein Modell, das ist halt 300 Mbits und 2,4 Gigahertz. Mhm. Das heißt, für deine Anwendung mit dem Smartphone, mit dem Tablet oder du möchtest dich mal mit dem Laptop eben draußen setzen und vielleicht dein Homeoffice draußen einrichten. E-Mails checken. Genau. Dafür reicht das aus. Ne? Genau, dafür ist das Modell vollkommen ausreichend. Aber ich sehe auch da hinten, da hast du noch was mit ein bisschen mehr Dampf mitgebracht. Richtig, hier ist noch ein Gerät von Ubiquiti, ist auch outdoorfähig, hat zudem noch ein 5 GHz Netz und hat mehr Geschwindigkeit. Das heißt, du kannst ohne Probleme draußen Public Viewing machen, du kannst in deiner Gartenhütte einen Film streamen. Das ist hiermit kein Problem damit. Kein Ruckeln während des Films, kein nerviges, also richtig, da sitzt richtig Dampf hinter. Ja, hier bist du auf der sicheren Seite. Ja, Mensch, also das war ja wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Schönen Dank für die Ausführung, Rieke. Gerne. Und dieses How-To und auch viele andere findet ihr natürlich bei uns im Reichelt-Magazin. Die Produkte, die wir heute verwendet haben, die verlinken wir euch natürlich in der Beschreibung. Super. Ja, über ein Like würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Lasst uns auch einen Kommentar da. Abonnieren lohnt sich, kann ich euch da nur sagen, weil wir werden euch in nächster Zeit mit spannenden Themen, weiteren spannenden Themen versorgen. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Yo.